In diesem Video möchte ich versuchen, den Unterschied klarzumachen zwischen zwei Konzepten, die im alltäglichen Sprachgebrauch oft miteinander vermischt werden, in der Physik aber auf jeden Fall klar voneinander abgegrenzt sind. Und das ist einmal das Konzept der Masse, also was bedeutet Masse? Und davon unterscheiden wir das Konzept des Gewichts. Ich denke mal, beide sind Konzepte, von denen du auf jeden Fall schon mal was gehört hast. Also das Wort Masse und das Wort Gewicht wird ja an sich schon geläufig sein. Aber was genau man damit meint, ist das Folgende, zumindest in der Physik. Masse beschreibt sozusagen, wie viel Zeug von irgendwas da ist. Das könnte man so sagen. Oder anstelle von Zeug könnte man auch sagen, wie viel Materie. Materie ist ein schönes Wort. Wie viel Materie man von irgendetwas hat. Aber diese beiden Begriffe beschreiben das auch nicht allzu genau. Also das ist gut zur Vorstellung, diese beiden Begriffe, um sich vorstellen zu können, was Masse ist. Man könnte aber auch sagen, dass Masse, also dieses Konzept der Masse, im Endeffekt nur beschreibt, wie ein Objekt reagiert, wenn Kraft auf es ausgeübt wird. Also, wie etwas reagiert, etwas, oder wir können auch anders schreiben, wie etwas auf Kraftausübung reagiert. Wenn wir uns nochmal, oder wenn du dich nochmal zurückerinnerst an das zweite Newtonsche Gesetz, falls du es noch nicht kennst, kannst du dir natürlich gerne das Video dazu angucken. Das besagt ja, dass die Kraft das gleiche ist wie Masse mal Beschleunigung. Und wenn wir uns das ein bisschen, wenn man da genauer drüber nachdenkt, merkt man, dass es im Endeffekt auch aussagt, dass wenn ich mehr Masse habe, dass diese weniger beschleunigt wird, wenn ich die gleiche Kraft benutze, um es zu beschleunigen. Und andersrum, wenn ich weniger Masse habe, kann ich das stärker beschleunigen mit der gleichen Kraft. Und genau das soll unser Konzept der Masse auch aussagen. Da auf der anderen Seite das Gewicht umschreibt eigentlich, wie stark irgendetwas von der Erde angezogen wird. Also wie stark die Gravitationskraft auf ein Objekt ist. Wie stark die Gravitationskraft auf ein Objekt. Das hört sich natürlich alles jetzt noch ziemlich technisch an. Wir können uns ja mal das entsprechende Beispiel dazu angucken. Also wenn wir mich jetzt mal als Versuchsperson nehmen, ich opfere mich für die Physik, dann könnten wir sagen, dass meine Masse ist, und ich schätze jetzt mal 70 Kilogramm. Ich habe also eine Masse von 70 Kilogramm. Soweit, so gut. Wenn wir jetzt aber gucken wollen, was mein Gewicht ist, dann wird es schon ein bisschen komplizierter. Und zwar haben wir hier oben festgelegt, mein Gewicht wäre ja die Gravitationskraft auf mich, also wie stark die Gravitationskraft in dem Fall der Erde auf mich wirkt. Und wir haben im vorherigen Video oder in einem der vorherigen Videos schon kennengelernt, wie man diese Kraft berechnet. Wenn du es noch nicht gesehen hast, kann ich dir das Video nur empfehlen. Und da haben wir bemerkt oder da haben wir festgestellt, dass die Gravitationskraft, ich mache mal ein großes G, trifft es glaube ich besser, die Gravitationskraft zwischen zwei Objekten, also wie stark sich zwei Objekte anziehen, setzt sich zusammen aus groß G, das ist die universelle Gravitationskonstante, mal die Massen der beiden Objekte, geteilt durch der Entfernung. Also wie weit die beiden Objekte voneinander weg sind. Und wir haben auch gemerkt, dass man, wenn wir uns mit Dingen beschäftigen, die in der Nähe der Erde sind oder in der Nähe der Erdoberfläche, dann können wir diese Terme, die ich jetzt hier einkreise, auch zusammenfassen zu klein g. Klein g ist auch bekannt als die Fallbeschleunigung und ist ungefähr, ich runde es mal, 9,8 Meter pro Quadratsekunde. So, und dann müssten wir ja, damit wir auch keinen Term hier oben auslassen, bleibt ja noch das M2 übrig. Also naja, machen wir es lieber nochmal ganz genau. M1 wäre jetzt in dem Fall die Masse der Erde. Nochmal. Entschuldigung, ich kann auch Erdmasse schreiben. Das ist die Erdmasse.
Und R ist die Entfernung, von dem Mittelpunkt der Erde bis zur Oberfläche. Also der Radius der Erde könnte man theoretisch auch sagen, wenn wir davon ausgehen würden, dass die Erde eine perfekte Kugel ist. Aber, also wir sagen lieber Entfernung vom Mittelpunkt bis zum, bis zur Erdoberfläche. Wenn wir das also ausrechnen würden, dann würde uns diese Form hier drüben also sagen, dass mein Gewicht das gleiche ist wie 9,8 Meter pro Quadratsekunde multipliziert mit meiner Masse, mit m2. Meine Masse, haben wir hier oben gesehen, ist 70 Kilogramm mal 70 Kilogramm. So, das können wir jetzt natürlich noch ausrechnen. Fragen wir unseren Taschenrechner an die Seite. Und 70 Kilogramm mal 9,8 Meter pro Quadratsekunde sind 686. Und jetzt müssen wir wieder aufpassen. Die Einheiten Kilogramm mal, und von da bleibt noch übrig Meter pro Quadratsekunde. Und das haben wir auch im letzten Video schon gesehen. Das hier fassen wir zusammen zu einem Newton. Oder auch Groß N. Das heißt, wenn du genau aufgepasst hast, hast du auch gerade gemerkt, das hier fassen wir natürlich auch alles nur zusammen für die Erde. Das heißt, das, was wir gerade ausgerechnet haben, das hier, dieses Gewicht, ist im Endeffekt auch nur mein Gewicht auf der Erde. Und ich habe jetzt vor dem Video, ich habe mich nicht gut genug vorbereitet, gebe ich zu, nicht genau nachgeguckt, aber wir könnten jetzt natürlich auch berechnen, wie dann mein Gewicht auf dem Mond zum Beispiel wäre. Auf dem Mond, da der Mond ja wesentlich weniger wiegt als die Erde, ist die Anziehungskraft des Mondes auf mich ja auch kleiner, wenn ich mich auf dem Mond befinde. Und wie gesagt, ich habe leider nicht genau vorher nachgeguckt, aber ich habe mal gehört, dass es ungefähr ein Sechstel sein müsste. Also ein Sechstel der Erdanziehungskraft, die ich vorher, ein Sechstel der Erdanziehungskraft. Und die war ja, falsche Farbe, die war ja 6,686 Newton. Fragen wir also unseren Taschenrechner. Was ist 686 durch 6? 114. 114 Newton. Also wie du siehst, egal auf welchem Planeten ich mich befinde, das Gewicht wird sich auf jeden Fall von mir immer ändern. Aber meine Masse, die bleibt immer gleich. Und das ist auch das Wichtige, was ich dir in dem Video hier zeigen möchte. Die hier bleibt immer gleich. Also vorausgesetzt, dass in deinem Körper nicht irgendeine ein radioaktiver Vorgang gerade vor sich geht, sind 70 Kilogramm, egal wo du bist, immer 70 Kilogramm. Also deine Masse bleibt immer gleich. Im alltäglichen Gebrauch sagt man das natürlich so nicht. Im alltäglichen Gebrauch, also Sprachgebrauch, sagt man, ich wiege 60 oder 70 Kilogramm oder mein Gewicht ist 70 Kilogramm. Und das ist natürlich für den alltäglichen Gebrauch auch in Ordnung. Aber wenn wir in der Physik sind, müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Masse, ich gehe nochmal hoch zum Abschluss. Masse ist, wie viel Zeug oder Materie wir haben oder besser gesagt, wie sich etwas verhält, wenn eine Kraft auf es ausgeübt wird. Und das Gewicht ist dann die Gravitationskraft auf dieses Objekt. 70 Kilogramm, diese Masse, also dieser Haufen von Materie, das bin ich, 70 Kilogramm. Und meine Gravitationskraft oder die Gravitationskraft auf mich sind 686 Newton, vorausgesetzt, ich befinde mich auf der Erde.